Ja, ich weiß, die Lebensmittelchemie kommt noch. Ich bin mittlerweile auf Seite 400 oder so. Aber heute kommen wir zu einem Buch, was mein Interesse geweckt hat, weil es eben auf eine Zutat zurückgreift, die in der Tat sehr, sehr interessant ist. Die Lupine. Christian Wenzel, der hat ja, ein informatives und vor allem ja, ein Rezeptbuch zu einer Pflanze geschrieben, die sättigend, die Soja, die Gluten und die Laktosefrei ist und dazu noch ja, universell für alle Arten von Speisen einsetzbar ist. Dazu ist die Lupine ein regionales Produkt, was für die Ökobilanz wesentlich angenehmer ist als viele anderen modernen Grundnahrungsmittel, die gerade in der Gesundheitsszene gehypt werden. Also dafür gibt es hier erstmal, Christian, einen dicken Daumen nach oben. Dazu gibt es noch eine Einleitung von dem geschätzten Rüdiger Dahlke. Ausschließlich positive Wertbewertungen bei Amazon, 15 Stück, 15 mal 5 Sterne, und dann kann doch eigentlich gar nichts mehr schief gehen bei so einem Rezeptebuch. Naja, so einfach ist das dann eben doch nicht. Aber zählen wir noch ein paar positive Fakten auf, so habe ich das in der Schule gelernt, bevor wir dann leider ja, zu einigen Dingen kommen, was den positiven Ersteindruck auch relativiert. Also, viele schöne Bilder. Auch wenn nicht jedes Rezept bebildert ist, so sind es doch die meisten. Es ist ein angenehmes Format, die Zutaten sind nicht zu exotisch und bis auf die Lupine, die man wahrscheinlich bestellen muss oder im Biomarkt vielleicht bekommt, ja, und auch sehr angenehm die Nennung der Nährwerte. Und das entspricht alles so auch ein bisschen den Zeitgeist an so ein Buch und an die bewusste Ernährung. Dann generell die Orientierung auf eine tierleidfreie Ernährung, also eine vegane Ernährung. Das Buch ist komplett vegan, deswegen heißt es auch Vegan kochen mit Lupine. Auch der Fokus und die Motivation, die Vermittlung davon, selbst zuzubereiten und die Lebensmittel möglichst unverarbeitet zu sich zu nehmen. Alles wunderbar. Dazu wirbt der Autor damit, auch wenn ich das natürlich nicht nachprüfen kann, dass viele der Rezepte eigens kreiert worden sind mit irgendeinem Starkoch. Der Begriff Starkoch ist natürlich nicht geschützt, aber da gehen wir einfach mal nicht weiter drauf ein. Das Buch muss ja auch verkauft werden und der Autor kocht nicht nur, sondern er ist auch ein Marketing-Experte. Selbsternannt natürlich dann auch. Aber dazu eventuell später noch mehr. Also Christian, das wäre doch dann erstmal, also redet jetzt mit mir, das wäre doch dann auf jeden Fall erstmal ja, für Einsteiger eigentlich ein gutes Buch in die vegane Ernährung. Also eigentlich so ein lohnenswertes Buch. Ja, eben nicht ganz so, ne? Also zumindest nicht so pauschal. Das Buch, du Pusche, werf den Puschen zu Boden. Nein, das Buch hat einen roten Faden, der absolut nicht den Stand der Wissenschaft abbildet und zeitgleich auch noch gefährlich ist. Also nicht die Rezepte sind gefährlich, ne? Dazu nochmal, sondern die Meinungsbildung und das suggestive Vermitteln gesundheitsschädigender Informationen. In dem Buch wird suggeriert, dass Eiweiß der heilige Gral für die Gesundheit ist. O-Ton aus dem Buch. Ein hoher Eiweißanteil für eine schlanke Linie. Ne? Jeder weiß mittlerweile, dass man zwar kurzfristige Anfangserfolge, was das Gewicht angeht, aufgrund des Abbaus des Wassers im Körper hat, aber langfristig mehr wie mehrere schwerwiegende Probleme bei einer Überzufuhr von Proteinen bekommt. Ich habe das selber auch erfahren, ich habe 2 Jahre lang High-Protein gegessen. Das fängt mit dem durch den Aminosäureabbau entstehenden Ammoniak an, was der Körper beim Harnstoffzyklus entgiften muss, und endet in der Blockierung des Tryptophans bei der Blut-Hirn-Schranke, was sich negativ auf die, sag ich mal, Geisteshaltung auswirkt. Dazu habe ich ja auch schon entsprechende Videos gemacht. Dazu gibt es noch diverse empirische Sachen wie die Eiweißspeicherkrankheit und solche Sachen, die allerdings noch nicht wissenschaftlich belegt sind, von daher nenne ich sie auch nicht. Auf jeden Fall ist was belegt ist, dass eben die Ernährung grundsätzlich aus einem großen Anteil von Kohlenhydraten zusammengesetzt werden sollte, ausreichend Eiweiß und ausreichend Fett. Das macht im Endeffekt jede Gesundheitsorganisation, die DGE, die WHO, da ist überall ungefähr das gleiche, das ist ein Konsens. Ne? Und da muss man dann einfach sagen, ja, das geht eigentlich nicht, dass man dann hier in dem Buch ja wirklich die Proteine wirklich in dem Maße lobt und auch suggestiv immer wieder hervorhebt, dass man da wirklich meinungsbildend tätig ist und das in eine Richtung, die definitiv nicht uneingeschränkt als gesund bezeichnet werden kann. Man kann natürlich auch andere Theorien vorstellen, das ist überhaupt kein Thema, ne? Man kann die Theorie entwickeln, halb Fett ist gut, halb Protein ist gut und so weiter. Aber diese sollten dann studientechnisch unterlegt sein oder wenigstens konzeptionell nachvollziehbar ausgearbeitet werden, wenn man sie denn benutzt. Aber in einem
Rezeptebuch suggestiv Informationen als gegeben zu präsentieren, die nicht dem Stand der Wissenschaft entsprechen. Das ist wenig seriös. Und diese lapidare Einstellung zum Wissen und der Richtigkeit von Informationen, die zieht sich leider komplett durch das Buch. Da wird Guarana als kurzzeitiger Energieschub empfohlen, obwohl bekannt ist, dass die Stärke von Guarana eher im mittelfristigen Bereich liegt. Da wäre zum Beispiel Koffein besser geeignet. Aber ja, das nur mal so, als, damit man weiß, wo so der wissenschaftliche Anspruch des Buches liegt. Da wird auch der veraltete glykämische Index ins Feld geführt, wo eben der Blutzuckeranstieg nicht aber die für die meisten relevante Insulinreaktion beschrieben wird. Dafür sind nämlich auch die Proteine mitverantwortlich und man kann sagen, umso höher die Proteine in einem Lebensmittel, umso höher ist auch die Insulinantwort. Und wenn dann das Buch mit einer proteinreichen Mahlzeit wirbt, weil es eine niedrige glykämische Last hat, da muss man schon stark schlucken, um weiterzulesen. Dazu gesellen sich dann kleinere Formatsfehler, wie das bei Quellenangaben links doppelt genannt werden und ja, auch das fast 30 Bilder in dem Buch aus irgendwelchen Internetquellen stammen auch dazu. Allerdings sind auch eine nicht unerhebliche Menge an Fotos selbst aufgenommen. Bei den Mahlzeiten auch vor allem, wo man heutzutage bei den vielen Büchern, die aus dem Boden schießen von jungen Autoren, ja, wo das einfach auch mal positiv anzumerken ist. Also sind auch eigens geschossene Bilder dabei. Aber diese Inkonsistenzen, da wird auf Seite 8 definiert, was High Carb Rezepte sind in diesem Buch. Nämlich pro Portion nicht über 40 Gramm Kohlenhydrate und ein vergleichbar hoher Proteinanteil. Wenn man dann in der High Carb Sektion das Rezept auf Seite 84 liest, dann findet man in den Nährwertangaben für das Rezept pro Portion 44 Gramm Kohlenhydrate bei 17,2 Gramm Protein. Das wird dann ja alles ja, abgerundet mit einem für ein Rezeptebuch völlig, einer völlig unnötigen Selbstbeweihräucherung des Autors in der dritten Person geschrieben und ja, dann noch mit Zahlen unterlegt, die wir, ja, sagen wir mal, die eher bescheiden sind. Da wird der Autor natürlich vom Autor selber in den Himmel gehoben, dass ein Internetauftritt monatlich 150.000 Aufrufe hat. Was ca. exakt die Zahl ist, wie ich mit meinem kleinen Kanal auch an monatlichen Views habe. Oder ein Viertel der Views von der lieben Hanna, ne, die seit ein paar Monaten ein bisschen YouTube macht. Aber das wird so dargestellt, dass damit in irgendeiner Weise eine Kompetenz ausgestrahlt wird. Ne. Vollkommen unnötig in einem Rezeptebuch. Dann wird darauf referiert, dass seine Videos in mehreren Ländern abrufbar sind. Wow, im Zeitalter des Internets wohl eine offensichtlich erstaunliche Leistung. Und so entlarvt sich ein selbsternannter Marketing-Experte. Und, aber um hier auch einfach mal zu stoppen, die Rezepte sind zweifellos nett, gerade mit dem Fokus auf die Lupine. Aber alles drumherum, das wirkt auf mich ja, eher sehr kommerziell, sehr oberflächlich, auch ja, einfach so ein bisschen zusammengeschustert und ausgerichtet auf ein breites, uninformiertes Publikum. Der Preis mit 15 Euro, wenn man in die entsprechende Zielgruppe passt, ist durchaus angemessen, wie man es aber vom Riva Verlag da auch gewohnt ist. Wirklich ein faires Preis-Leistungs-Verhältnis. Für mich gibt es hier 3 Sterne für eine wirklich gute Rezeptsammlung zu Lupinengerichten. Und wer das sucht, der kann hier auch zuschlagen und ja, quasi den Rest einfach überlesen. Ich wünsche Euch wie immer viel Spaß beim Lesen oder beim Nichtlesen. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal.